Gäste zu unserer heutigen Pressekonferenz hier im Massinia-Bereich des Stadions an der Hafenstraße. Schön, dass ihr noch geblieben seid. Ich begrüße die Trainer Sofian Scheid von der Turbine Potsdam und Markus Högner von der SGS Essen. Zunächst werfen wir einen Blick auf die weiteren Partien des 15. Spieltags der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Freitag teilten sich Leverkusen und Bremen die Punkte, sie trennten sich mit einem Unentschieden 1:1. Samstag gewann Frankfurt das Heimspiel gegen Hoffenheim mit 3:2 und heute spielten bereits um 13 Uhr Jena gegen Sand, das Spiel endete 1:4 und Wolfsburg gewann gegen Freiburg 4:1. Zeitgleich mit uns besiegte der FC Bayern München den 1. FC Köln mit 6:0. Heute waren 517 Zuschauer im Stadion und die Partie endete 0:5. Sofian, wie ist dein Statement zu dem heutigen Spiel gegen die SGS Essen? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich habe eine gute erste Halbzeit gesehen. Ich glaube, dass Essen die 120 Minuten aus dem Pokal noch nicht ganz verkraftet hat und die noch in den Knochen hatte und teilweise auch in den Köpfen. Insofern sind wir sehr gut reingekommen, sehr seriös reingekommen, auch in das Spiel. Ich möchte offen und ehrlich sein und niemand zu nahe treten, aber ich glaube, das Ergebnis hätte am Ende quasi noch ein bisschen höher ausfallen können und müssen. Wenn man die zwei verschossenen Elfmeter denkt, wenn man an die ganzen Chancen denkt, die wir eigentlich noch hatten, wenn man daran denkt, dass wir quasi Pässe nicht, der letzte Pass, dass der oftmals nicht angekommen ist, insofern müssen wir daran arbeiten, weil ich glaube, dass wir in Zukunft nicht ganz so viele Chancen bekommen werden und da brauchen wir einfach eine bessere Chancenverwertung, um künftig dann noch die Punkte mit nach Potsdam zu nehmen. Ansonsten in der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen nachgelassen, haben verständlich nicht mehr ganz so aufs Gaspedal gedrückt wie in der ersten Halbzeit und fahren aber, glaube ich, mit einem hochverdienten und auch souveränen Sieg zurück nach Potsdam. Ja, vielen Dank. Markus, was sagst du zu der heutigen Partie? Ja, erstmal Glückwunsch an Sofian und dein Team. Ihr habt von Anfang an uns klar beherrscht. Ich habe es auch so gesehen, oder die große Frage ist, woran hat es heute gelegen? Und da muss ich erstmal, glaube ich, eine Nacht drüber schlafen. Aber ich gehe auch davon aus, dass bei den meisten die 120 Minuten in den Knochen bzw. im Kopf gesteckt haben, die unglückliche Niederlage hier zu Hause gegen Leverkusen. Aber das soll auch letztendlich keine Entschuldigung sein. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Potsdam hat von Anfang an Dampf und Druck gemacht, waren uns körperlich total überlegen, haben alle Zweikämpfe gewonnen, vor allen Dingen dann auch alle zweiten Bälle. Dann hatten wir sogar noch Glück, dass Potsdam direkt am Anfang den Elfmeter verschießt. Da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht ist heute das Glück auf unserer Seite, aber die Maschinerie hat gar kein Ende gefunden und wir waren, wie gesagt, ich wiederhole mich da immer einen Schritt zu spät und dann hast du natürlich gegen so eine Mannschaft wie Potsdam gar keine Chance und das einzig Positive war dann in der zweiten Halbzeit, kann ich ganz klar sagen, dass wir im Endeffekt, wenn man das Ergebnis dann sieht, nur 0:1 verloren haben. Ich habe dann drei Wechsel vorgenommen und ein Riesenlob an Lili Reimöller, die mit ihren 16 Jahren, die kann ja auch noch sogar U17 spielen, die das auch dann seriös gespielt hat auf der 6. Also schon eine ansprechende Leistung da geboten hat. Und auch in der zweiten Halbzeit hat man natürlich auch noch Glück. Sofern hat es gerade gesagt, wir können da auch noch zwei, drei weitere Gegentore kriegen. Potsdam verschießt einen weiteren Elfmeter. Aber insgesamt hatten wir zumindest dann, das ist natürlich klar, wenn ein Gegner 5:0 führt, hat man trotzdem auch noch Möglichkeiten oder hatten zumindest die eine oder andere Chance. Carlotta Wamser, Faye Kochmann, die haben dann auch noch mal ein bisschen Gas nach vorne gemacht. Aber insgesamt kann ich nur sagen, jetzt erstmal Ruhe bewahren, eine Nacht drüber schlafen. Ich habe die Mannschaft morgen auch dann, oder dass wir uns morgen auch mal zusammensetzen, dass wir analysieren, woran es gelegen hat, dass auch jede einzelne Spielerin da vielleicht mal ein Statement abgibt. Und dann müssen wir Kräfte sammeln in dieser Woche, beziehungsweise in den nächsten Tagen, damit wir dann eine ganz andere Leistung beziehungsweise dass wir ganz anders auftreten in Frankfurt und danach kommen dann auch die wichtigen Spiele mit Bremen, mit Sand, wo wir dann definitiv punkten müssen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es dieses Jahr einzig und allein darum geht, die Klasse zu halten
Und jetzt hat heute Sand ja gewonnen. Es sind trotzdem immer noch 7 Punkte. Aber ich warne davor, dass ich höre immer so im Umfeld, ja, ihr seid ja 7 Punkte vor. Nein, wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir dann auch in den nächsten Partien, sprich hier zu Hause gegen Bremen bzw. gegen Sand, dann auch wirklich gewinnen. Und wir benötigen auch definitiv 2 Siege. Aber da bin ich trotzdem auch von überzeugt. Deswegen jetzt erstmal sacken lassen und dann frohen Mutes hoffentlich morgen wieder in die neue Woche starten. Mehr kann ich eigentlich da gar nicht zu sagen. Und tut mir leid für die Zuschauer, die jetzt in den letzten Wochen bzw. auch in den Monaten, ich finde, die Mannschaft hat sich gerade auch zu Hause immer gut präsentiert und dass wir heute so eine Leistung gebracht haben. Ich glaube, die Mädels haben es wirklich nicht extra gemacht, aber wie gesagt, ich wiederhole mich, abwarten, Nacht drüber schlafen und morgen in aller Ruhe analysieren. Danke. Ja, vielen Dank, Markus. In der Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga geht es für unsere SGS am kommenden Wochenende weiter mit einem Auswärtsspiel. Und zwar am Sonntag, den 13.03. um 13 Uhr gegen Eintracht Frankfurt, live übertragen von Magenta TV. Und das nächste Heimspiel wird am 20.03. um 16 Uhr gegen Werder Bremen, hier in unserem Fußballwohnzimmer ausgetragen, ebenfalls übertragen von Magenta TV. Unsere U20 trifft am 13.03. um 14.30 Uhr auswärts auf Vorwärts Sporo Köln. Und die U17 hat ihr nächstes Spiel in der Juniorinnen-Bundesliga West am 12.03. um 15 Uhr auswärts gegen Bayer Leverkusen. Wir hoffen, euch beim nächsten Heimspiel am 20.03. um 16 Uhr hier wieder zahlreich begrüßen zu dürfen. Bringt alle Freunde und Verwandte mit, damit wir unsere Mannschaft gut anfeuern können. Und wünscht euch noch einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund und kommt gut nach Hause. Eure SGS. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.